Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, so ist fort und gleich. Und ja, Leute, heute machen wir wieder ein Daily Shop Video. Erstmal blenden wir wieder Kommentare ein, und zwar einmal von, ja, Master Mick. Master Mick hört sich auch besser an, weil er gestern, ja, ja, wie wir seinen Namen aussprechen sollen. Ja, er hat es dann auch nochmal in den Kommentaren korrigiert. Wir bleiben jetzt bei Master Mick. Es hört sich auch besser an. Okay. Der nächste Kommentar kommt von Deine Mutter ist schön. Vielen Dank dafür. Da freut sie sich auch. Ich finde, dass der Make It Rain Emote mega cool ist. Vergleich wäre ein Animation Zordon Special auch möglich. Ja, da muss ich mir dann was überlegen, was wir machen können. Ob wir dann auch wieder mal nach langer Zeit mal wieder einen Livestream machen in der Richtung. Aber ja, ist natürlich auch möglich. Also, aber dann machen wir halt beides. Dann machen wir Fortnite und. Wir machen wahrscheinlich Community-Stream 4 Stunden oder so. Wo wir 2 Stunden Fortnite und 2 Stunden Animation Showdown wahrscheinlich. 2 Stunden kriege ich gar nicht zusammen. Doch. Nein. Okay. So, dann der letzte Kommentar von Twitch Husky. Herr Sofort, ich empfehle dir mal eine Combo. Warte mal, du hast doch noch. Der Rain Emote. Achso, welcher war denn das überhaupt, der Rain Emote? Der Rain Emote? Ja, was war denn das nochmal? Warum? Achso, dieser Make It Rain. Ach, der, ja, mit den Geldscheinen. Ja, ja, genau, geil, ja, richtig, ja. So. Ja. Herr Sofort, ich empfehle dir mal eine Combo in Fortnite mit der Active Assassinen und den Overtaker, das Blackbling, Backbling. Ich finde, das ist total nice aussieht. Übrigens, wieder mal ein cooles Video, dankeschön. Erstmal danke. Daily Shop Videos sehr gern. Danke. Vielen Dank, das freut uns, ja. Ist cool. Ja, das Problem ist halt, ich habe halt den Overtaker Skin nicht. Also der kostet auch 15 Euro. Du kannst ihn ja mal einblenden. Hast du doch irgendwo als... Nee, habe ich nicht. Als Bild? Nein, habe ich nicht. Du hast doch vorhin als Bild extra runtergeladen dafür mal. Nein. Doch. So, so. Dann, ja, dann Leute, müssen wir mal ganz kurz warten. Kein Thema. Ich habe keine Ahnung, wo ich den... Sortiere nach der Uhr, nach dem Änderungsdatum, dann hast du ihn relativ schnell. Der das erste. Nicht. Hier vielleicht. Downloads vermute ich, oder? Nein, das ist bei mir nie dort. Nein? Nein. Ja gut, ja. Er hat einen extra runtergeladen dafür, dass wir uns den mal anschauen können, und jetzt hat er ihn versemmelt. Irgendwo gespeichert und also kein ist Mensch weiß. Ninja Backbling. Ist dieses Ninja-Schwert, ne? Ja, Ninja-Backbling halt, ne? Ja. Okay. Ja gut, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das echt gut aussieht, aber dazu müsstest du dir den kompletten Skin holen, weil ich ne? nicht. Für das Schwert. Weil ne? ich finde diesen Skin einfach nur hässlich. Ja, der Skin an sich ist wirklich nicht toll. Ne? Und deswegen werde ich mir das auch nicht kaufen. So, dann gehen wir mal in... Aber das Schwert, sorry, dass wir nochmal ganz kurz, aber das Schwert ist sieht wirklich nicht schlecht aus, ja. Okay, ja. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Shop-Video, und zwar, ja, neue Skins am Start, bringen sie fast jeden Tag, ist gar nichts Besonderes mehr. Aber ey, sorry, aber der Shop diesmal ist mega. Ja, ist auch, allein der hier. Der Shop der ist schon mega. Mega geil. So, okay, auf geht's. Dann fangen wir mal an mit dem Stage Slayer. Ne? Ja. Vielleicht kannst du ja nebenbei aufmachen. Ja. Ich würde sagen, er sieht halt witzig aus, muss ich sagen. Das Bühnenmonster, wie er gut auf Deutsch gut sieht er nicht heißt. Aus, aber witzig hier. Ich finde den mega ich fett gebe geil. 6 von 10. So, in etwa müsst ihr euch den Herrn sofort vorstellen. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall mega cool. Ich finde den wirklich nice. Also, hat ein bisschen was von Guns N' Roses. GH. Die Basstrommel. Treibe den Beat voran, teile das Garagen-Band-Set. Steht denn da hinten drauf? Krass. Krasshöppe. Die Band heißt einfach Krasshöppe. Ich finde den ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich gebe dem Ding 7 von 10. Okay. Dann Synth Star. Sieht irgendwie komplett beschissen aus. Alles pink. Cynthia. Alles pink. Nicht Synster. Bei mir steht da Synster. Oh, tatsächlich. Ja. Auf Englisch heißt der Synster. Hier heißt es Cynthia. Okay. Ja, und ich würde sagen, also ganz ehrlich, der sieht so kacke aus. Der ist so bunt, so komisch, so knallig, farb, pink. Ja. Punkte. Mit zwei ihrem, Punkte.
Netzstrumpfhöschen und den Netzstrumpfhandschuhen. Was? Achso. Ja. Ein Handschuh. Was ist denn das für ein Ohrring da oben? Irgendwas Goldenes. Die Brille sieht scheiße aus. Das Ding sieht kräuselig aus. Halt Punk-Style-mäßig. Ja, 4 von 10. 4 von 10, das ist viel zu nett. Nein. Oh Dann haben Gott, wir ich habe den, die Haare von hinten dann noch haben gar wir nicht den, gesehen. dann haben wir den Lead Swinger, Hidden High Notes Part of the Garage Band Set. Ja, was soll man dazu sagen? Ist eigentlich ganz nice, aber so spielen würde ich ihn auf jeden Fall nicht. Deswegen gibt es Abzug für 5 von 10. Komm, sind wir ehrlich. Ich finde das Ding richtig cool, muss ich sagen. Alles, was Haben ich sie auch. nicht cool finde, findet er cool, weil Nee, alles, was das ist er echt cool cool. findet, finde ich nicht cool. Das stimmt ja gar nicht. Das kannst du so nicht sagen. Nee, das Ding, das ist echt geil. Dieser Mikrofonständer ist mega geil nachgemacht, ja. Hammer. Selbst, die haben selbst da unten darauf geachtet, dass der Stecker originalgetreu ist, ja. Ich finde das Ding richtig nice und dem gebe ich 7 von 10. Alles klar. Ja, Dann ich den bin Hot egal. Rod, 10 von 10. In Alter! DeLorean. Alter! Wer kennt ihn nicht? Zurück in die Zukunft! DeLorean. Einen DeLorean! Was hat denn der hier oben auf der Hot Antenne? Ride, Burn Down the Road. Heißer Schlitten! Die haben doch nicht tatsächlich da oben eine Tomate Ja, doch. auf die Antenne gesteckt. Alter, dreh den mal nach hinten und so weiter. Das Ding, das ist so mega, Jetzt hat sich mega das Bild nice. gedreht. Super. Okay, so, jetzt. Ja. Weiter geht's. Also. Auf dem Kennzeichen steht Millhammer. Millhammer. Auf jeden Fall mega, 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 obernice. Eigentlich müsste ich mir das Ding holen. Ich weiß, Kaufst du also, dir? eigentlich, weil ich, Ich kaufe ihn mir auch. Ich kaufe ihn mir auch. ganz ehrlich, ich habe, Sind wir glücklich? ich bin absoluter Fan von Zurück in die Ich Zukunft. auch. Also Leute, ich war am Anfang, als ich das bei der Clash gucke, ich habe das schon vor Jahren geguckt. Also es ist echt schon lange, lange her. Es ist nicht so vor 2, 3 Jahren, sondern schon viel länger her. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Aber dann, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, einfach nur cool. Wir kaufen uns den wahrscheinlich beide. Also im nächsten Fortnite-Video oder im Fortnite-Stream werdet ihr uns beide dann wahrscheinlich mit dem Gleiter sehen. Oder nur gleich, je nachdem. Müssen wir schauen, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ich finde das Ding mega, mega geil. Und ja, wer kennt ihn nicht, ne? Den DeLorean. DeLorean aus Aber der. Ich habe jetzt den ist. sogar Aber als hier ist dann. Modellauto. Aber hier. Ja, Ich habe stimmt. den sogar als Modellauto. Den habe ich mir sogar extra damals Ich geholt, weil müsste ich den ihn. so Ich geil müsste ihn, fand. glaube ich, nicht haben. Ich glaube. Nee, ich hab den nicht. Ich Wie hab, der glaube ich, sich. einen. Nee. Wie das Ding sich zusammenbaut. Nee, ich hab den nicht. Hammergeil. Das ist so Okay. mega. Vor allen Dingen, der ist nicht grau, der ist Ja, das ist rot. halt das Einzige, dass er das halt nicht in Grau gemacht Aber auf jeden haben. Fall 10 von 10. Aber 10 von 10 definitiv. Das Dann ist. Cloud Strike. Ein unglaublich nicer Gleiter. Das heißt, Season 1 gibt's den. Ja, habe ich schon damals gegeben, 10 von 10. Ist einfach mega geil. Mit dieser Animation hat eigentlich fast kein Gleiter. So eine Animation ist Ja. unglaublich geil. Ja. Also der Gleiter ist heftig. Den gibt's auch seit Season 1 und der ist halt einfach nur gehypt. Als er damals dann nicht mehr in den Shop gekommen ist, waren alle traurig. Der ist so Ja. Hammer, dieser Gleiter. Okay. Was gibst du dem nochmal? 10 von 10. 10 von 10? 10 von 10? Den feiere ich seit Season 1. Sorry, aber Items, die ich seit Season 1 feiere. Aber jetzt verstehe ich nicht. Also es ist ja ein eigentlicher Ja, ist es, Standardgleiter. aber guck mal, die Animation. Es gibt auf fast keinem Gleiter so eine Animation. Das ist richtig, Vor aber. allem, ich liebe Blitze einfach und ja. Ja, das ist okay. Aber 10 von 10? Ja, 10 von Für 10. einen Ich liebe. Ich. Standardgleiter, findest du den genauso gut wie den DeLorean? Krass. Ja, nee, ich kann ja nicht mehr als 10 geben. Also, ich kann dem Ding keine 10 von 10 geben, auf gar keinen Fall. Ich finde zwar die Animation auch ganz cool, aber es ist halt ein Standardgleiter, ja. Auf den sie halt eine Animation draufgepackt haben. Die nicht schlecht aussieht, aber ich gebe dem Ding 5 von 10. Ja, natürlich. Okay, oh mein Gott, Survival Specialist. Nein! Okay, wegen den Totenköpfen, wie viel sind's? Eins, zwei, drei Stück, drei Stück, das wurde drei Punkte schon mal safe. Fürs Aussehen, ein, also vier. Drei Totenköpfe, Aussehen, eins, vier.
Ja, komme ich in etwa aufs gleiche Ergebnis. Oh, Und toll, jetzt ausgewertet. wird's heftig, jetzt wird's heftig. 0 von 10. Ein von 10. Also da kann Wofür? ich. Wofür Ja. einen? Du gibst auf alle No-Skins 0, aber hier gibst du ein. Was ist. Habe Okay, ich wenn man. auf alle 0 gegeben Ja, hast sonst? du. Hast du. Du hast bis jetzt auf jeden No-Skin 0 Punkte Okay, dann gegeben. gebe ich halt dem auch 0, meine Gut. Güte. Elektroschaffe 10 von 10. 9 von 10. Okay. Close Shave. Hast du den überhaupt jetzt immer komplett durchgespielt, durchspielen lassen? Nee, hast du nicht. Aber Leute, was ich an dem nicht so cool finde, ist die Musik verzögert sich. Zum Beispiel, wenn ihr mal hört, warte, Achtung, Achtung, ihr hört's mal rein. Zack, zack. Und wenn er jetzt gleich die Drehung macht, dann kommt dieser Ton, wenn er dann, wie als würde er halt die Musik schlagen. Und dann kommt er in dieses neue rein. Und dann ist hier schon der Schlag, und obwohl er ihn noch nicht ausgeführt hat. Hörst du auch raus. Du hast kein Netz darauf. Aber trotzdem Ja, 10 von 10. so, Dann okay. Close Shave. Das ist die Standardpicke. Das ist, guck mal, Vergleich, du hast hier gerade offen, pass auf. Vergleich mal die hier mit der da. Das ist genau das Es gleiche. sind ein paar Schrauben dran. Ich sage 0 von 10. Das Da ist so schlimm. gebe ich auch 0 von 10 Und drauf. 8 von Und 10. der 8 ist von 10. mega geil. 8 von 10. Mega nice. Dem Ding gebe ich auch 8 von 10. Sehe ich ganz genauso. Also, wenn euch das heutige Daily Shop Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und Abo und Kommentar freuen. Bis dann und tschüss. Ciao.